Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, nun geht es weiter hier mit den Reviews, mit der Review-Reihe zu den Stücken 2022, die ich besucht habe. Und heute machen wir weiter mit den Karl-May-Festspielen Elspe, die im vergangenen Jahr den Klassiker Der Schatz im Silbersee auf die Bühne gebracht haben. In diesem Video, sowie in allen anderen Review-Videos auch, vertrete ich übrigens meine eigene Meinung. Das heißt, es ist meine Meinung und wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch manche Dinge vielleicht nicht gefallen haben oder besser gefallen haben als mir. Und dann kann man da gerne sich drüber austauschen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Beginnen möchte ich hier einmal mit der Kulisse. Und hier oben könnt ihr dann am Berg die Schatzhöhle sehen. Am Anfang, muss ich sagen, war ich etwas skeptisch, da es echt etwas merkwürdig aussah mit den Felsen da oben. Aber spätestens im Finale waren wirklich alle Bedenken von mir, wie weggeblasen, kann man fast sagen. Denn das Finale hat mir persönlich sehr gut gefallen, dazu aber auch später nochmal mehr. Dann der Saloon war wirklich eins der schönsten Saloonkulissen, die ich bisher so gesehen habe in Elspe. Ich finde generell, seit 2021 wirken die Kulissen im linken Teil viel, viel lebendiger und viel schöner. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Farm, also Helmers Home, in diesem Jahr. Dann das Indianerlager war wieder dasselbe wie in den vergangenen Jahren auch. Ich würde mir vielleicht irgendwann nochmal ein Pueblo wünschen, aber ansonsten hat die Kulisse wirklich das getan, was sie sollte. Es sah wirklich gut aus, gerade auch der linke Teil und das Finale war wirklich bombenmäßig und hat mir sehr gut gefallen. Dann möchte ich nun zu den Darstellern übergehen und beginnen möchte ich hier mit Winnetou. Dieser wurde von Jean-Marc Birkholz verkörpert und seit 2012 ist er nun der Winnetou und für mich einfach der beste Winnetou und ich muss auch immer, wenn ich Winnetou vor Augen habe, habe ich Jean-Marc Birkholz vor Augen. Es ist bei mir einfach so, bei mir ist es eben nicht Pierre Brice, sondern einfach Jean-Marc. Seit 2021 ist nun Martin Krah der Old Shatterhand und ich muss sagen, die beiden harmonieren wirklich super gut als Blutbrüderpaar und es macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen. Als Bösewicht wieder dabei Sebastian Kolb als Colonel Brinkley mit roten Haaren, wo ich echt gedacht habe, boah, da trauen sie sich in Elspe aber was. Das war eine sehr, sehr krasse Änderung, an die man sich auch erst gewöhnen musste, aber sie hat gepasst. Für mich die größte Überraschung aus dem Ensemble ist Marco Kühne als Uwuzawat, der große Wolf. Für mich persönlich hat er wirklich sehr, sehr gut verkörpert und seine größte Steigerung hingelegt. Gerade in der Sterbeszene von Para Angare hat er wirklich unfassbar gut gespielt und ich hatte an der Premiere, ungelogen, wirklich Gänsehaut. Matthias Schlüter als Sam Hawkins, nun schon in seinem zweiten Jahr, konnte sehr überzeugen und hatte viele Lacher auf seiner Seite und da freue ich mich auch schon sehr drauf, ihn dieses Jahr wiederzusehen. Ebenfalls jetzt schon mehrere Jahre dabei, vorher als Indianer, mittlerweile als Bösewicht, da seht ihr ihn auch gerade, James Bürkner als Nox. Super gespielt, ich liebe die Mimik von ihm und es macht total viel Spaß, ihm zuzuschauen, genauso wie Markus Lyrik als Napoleon. Er hatte in diesem Jahr einen französischen Akzent, was etwas gewöhnungsbedürftig für mich war, aber man hat sich dran gewöhnen können, ich war jetzt 9 Mal in der Vorstellung und es hat echt Spaß gemacht. Das Debüt gab Sarah Gösser als Ellen Pettersen und sie hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Das habe ich gar nicht erwartet oder gar nicht so gedacht, weil sie mir gar nicht bekannt war vorher. Und ich freue mich so sehr drauf, dass sie in diesem Jahr die Sarah Helmer spielen wird und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ein weiteres Urgestein, was dieses Jahr leider nicht mehr auf der Bühne zu sehen sein wird, war Wolfgang Kirchhoff als Ingenieur Pettersen. Und diese Rollen sind ihm quasi wie auf den Leib geschrieben, passen unfassbar gut zusammen und hat einfach nur sehr viel Spaß gemacht. Tina Meister als Mother Grant hat ihre Rolle ebenfalls super gut verkörpert und es hat auch da sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen.
Mir hat das sehr gefallen, wie sie mit dem Fridolin umgegangen ist. Das sieht man hier auf dem Bild auch nochmal. Und generell gab es schöne Fotomotive, die viel Spaß gemacht haben zu fotografieren. Stefan Kieper als McKinnon hatte ja auch einige Lacher an seiner Seite, wo ich gar nicht so mit gerechnet hätte, dass er die Komik doch so ausfüllen kann. Und es macht einfach nur wirklich Spaß. In kleineren Rollen waren dann beispielsweise Luke Messerschmidt als Para Angare zu sehen. Das war ein witziger Fakt, denn für das Playback des Para Angare wurden alte Aufnahmen verwendet, wo Marco Kühne damals noch den Häuptlingssohn verkörperte. Aber die Darstellung von Luke Messerschmidt hat sehr gut gepasst und ja, ich denke mal, der Nachwuchs ist gesichert. Ebenfalls Betty Burger als Marile, auch da eine gute Leistung. Zum Abschluss dieses Reviews möchte ich nun noch einmal auf das Finale zu sprechen bekommen. Und ihr seht hier gerade einige Bilder. Pyrotechnik kann Elsbe definitiv. Wie es da gerumst hat oder generell im Stück während der Pyrotechnik, war einfach nur super. Es wurden Bahnschienen in die Luft gesprengt. Sollte ein Waggon in die Luft gesprengt werden, was durch einen Schuss von Old Shatterhand abgewehrt werden konnte. Und eben im Finale, wo es wirklich krasse Pyrotechnik gab, tolle Explosionen, die wirklich Spaß gemacht haben zuzuschauen. Und ja, tolle Musik wurde wieder eingespielt. Es macht einfach Spaß und ich bin sehr gespannt, was für Melodien uns in diesem Jahr erwarten werden. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann war die Premiere von Untergeiern, Winnetou und Old Shatterhand im Llano Estacado sogar schon. Und ja, hier werden übrigens auch Aufnahmen folgen vom Stück. Das kann ich euch hiermit versprechen. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So long.